Guten Morgen, ihr Lieben. Ich grüße euch hier vom Gardasee aus dem Ort Toscalana Maddano. Vom Klima her ist eine schöne Ecke zum Fahrradfahren. Das wird sich zeigen, das muss ich noch erkunden. Zum Wandern und Klettern, das konnten wir gestern und vorgestern schon ausprobieren, macht das hier viel Spaß. Mal gucken, wie das heute weitergeht. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video und hoffe, dass ein bisschen italienisches Feeling auch zu euch rüber schwappen kann. Also, dranbleiben und viel Spaß. Die Uferstraße des Gardasees zählt sicher zu den schönsten Straßen der Welt und war auch ein Drehort zum Film Ein Quantum Trost, James Bond 007. Ein Toyota, der einen Fiat 500 jagt, ist zwar nicht ganz Hollywood-reif, aber versuchen kann ich es ja. Auf der ersten Erkundungs- und Wandertour haut mich der Duft von frisch gebackenem Kuchen fast aus den Wandersocken. Maria und ihr Bruder Giuseppe bieten die Torta Moderna und die Torta di Rose della Garda in der Panetteria Perolini seit 1975 an. Eine Spezialität, und das Rezept ist geschützt und streng geheim. Einen interessanten Artikel von Frau Fritsche habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Auf jeden Fall ausprobieren, wenn ihr vor Ort seid. Heute besuchen wir die ehemaligen Papiermühlen von Maderno. Wer sich traut, kann seine Füße im kalten Flusswasser erfrischen. Wem das normale Wandern nicht reicht, zieht einfach Klettergurt und Helm an. Ausgerüstet mit einem Klettersteigset lässt sich so einer der vielen Klettersteige begehen. Der Steig zum Cima Rocca und den Kriegsstellungen am Gardasee ist auch von Anfängern gut zu bewältigen. Die Aussicht auf den See und nach Riva entschädigen für die Strapazen des Aufstieges. Nun ist es aber höchste Zeit, dass das prompten italienischen Boden unter die 16 Zoll Reifen bekommt. In Gargano ist der Besuch des Giardino Botanico André Heller lohnenswert. Ein Ort der Symbiose von Natur, Kunst und Fantasie. Etwa 5 Kilometer von Gargano entfernt liegt die Stadt Salo. Der Name hat in Italien auch einen etwas unangenehmen Beigeschmack, erinnert er doch an die Republik von Salo. Der faschistische Diktator Benito Mussolini war auch hier interniert. Sehenswert ist der Dom Santa Maria Annunziata. Von außen sehr schlicht, da die Fassade unvollendet ist, und im Inneren ist das Gotteshaus aber sehr prachtvoll.
Und das Gelato auf dem Domplatz ist ein Stück Dolce Vita. Die Fähre bringt uns sicher zurück nach Maderno. Das Auto kann man getrost stehen lassen, denn Ausflugs- und Wanderziele lassen sich ebenso gut mit dem Bus erreichen. Der Bus Richtung Riva bringt uns zum Startpunkt des nächsten Abenteuers. So dachte ich jedenfalls. Ja, ich grüße euch hier oberhalb von Limone. Ich hatte so eine schöne Tour geplant mit einem Tourenplaner zusammen, aber der Busfahrer war der Meinung, wir müssen hier aussteigen und hier geht unsere Tour los. Jetzt habe ich auf die Uhr geguckt und sehe, dass unser eigentlicher Startpunkt 7 Kilometer etwa von uns weg ist. Also nehmen wir das Ganze so, wie es ist und sind gespannt, wo denn hier der Weg lang führt. Ausgeschildert ist er gut. Wir haben jetzt auch schon Wegweiser gefunden nach Riva del Garda. Also egal was passiert, dort kommen wir auf jeden Fall an. Und ich bin ja gespannt, ob wir hier auch einen schönen Klettersteig oder sowas finden. Ausrüstung haben wir auf jeden Fall dabei. Heute bin ich zusammen mit meiner Tochter unterwegs. Und Frieda, außer dass es schön warm ist. Ja. Am 6. oder 7. Oktober. 6. ist heute. 6. Oktober, also noch nicht Tag der Republik, sondern 6. Oktober. Der Aufstieg zum Boccalarici ist herausfordernd. Unzählige und nicht enden wollende Serpentinen sind auf dem steinigen Weg nach oben zu bezwingen. Belohnung sind die Ausblicke auf den größten See Italiens. Also im doppelten Sinne atemberaubend. Ich vergesse sogar zu filmen. Der Rückweg ist umso leichter. Gut, dass ich das Kletterseil die ganze Zeit mit mir herumschleppe, denn sonst wäre der Abstieg zum Erdwasserfall nicht möglich gewesen. Und wo wir schon mal da sind, eine Abkühlung kann nicht schaden. Die letzten Kilometer nach Riva müssen wir als Fußgänger durch die Tunnel meistern. Irgendwann halte ich dann doch meinen Daumen in den Wind und wir werden von einer jungen Italienerin im Auto mitgenommen. Auf geht's zum letzten Abenteuer dieser Reise. Mit der Autofähre setze ich von Maderno nach Torri del Venaco über. Teils auf Radwegen, teils auf der Straße starte ich auf eine etwa 80 Kilometer lange Radtour über Garda, Bardolino, Asize, Peschiera, Sirmione, Desinciano und Salo wieder zurück nach Maderno. Ich gehe nicht davon aus, dass ich alle Ortsnamen richtig ausgesprochen habe. Es ist einfach eine große Freude, Anfang Oktober bei sommerlichen Temperaturen durch die Orte zu fahren und Teil des bunten Treibens zu sein. Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Also seht selbst. Ist groß, als ich ein weiteres Promten entdecke.
Anfang des Videos habe ich die Frage aufgeworfen, ob man mit den Prompten am Gardasee Radfahren kann. Ganz klar, ja. Es mag Strecken geben, die man besser der Mountainbike-Fraktion überlassen sollte. Aber mit etwas Planen, Vor- und Rücksicht und ausreichend Wasser in der Trinkflasche ist auch hier Promptenrevier. Abfahrten sind leichter als Anstiege, aber auch das ist kein Geheimnis. Die Pizza und der Aperol Spritz als Belohnung am Ende einer Tour sollte man sich gönnen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wer mag, lässt gerne den Daumen nach oben da oder abonniert diesen kleinen Kanal. Arrivederci und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, euer Frank. Ciao.